Sondermüllverbrennungsanlage in Leverkusen mit 7 Toten und 31 Verletzten, das war im Sommer, gibt es jetzt neue Vorwürfe. Direkt nach der Explosion hieß es ja noch, es gebe keine Gefahr durch entweichende Giftstoffe. Wir haben aber jetzt aufgedeckt, der Betreiber der Anlage hat mehr als 10 Millionen Liter Wasser, das mit giftigen Chemikalien belastet war, in den Rhein geleitet. Die Explosion der Verbrennungsanlage Ende Juli. Mehrere Chemietanks wurden beschädigt. Es lief unter anderem das gefährliche Insektengift Chlorothinidin aus. Gemischt mit Löschwasser wurde das Gift in den Rhein gepumpt. Laut Kölner Bezirksregierung wurde im Rhein der Schwellenwert für Chlorothinidin nicht überschritten. Die Bezirksregierung beruft sich auf Hochrechnungen. Auf Nachfrage des WDR räumt die Bezirksregierung dann aber ein, dass nicht die notwendigen Daten vorliegen, um die Giftmenge im Rhein genau bestimmen zu können. Deshalb, Zitat, können keine weiteren Angaben zur tatsächlich eingeleiteten Fracht gemacht werden. Aus Sicht des Wasserexperten des BUND ist die Behauptung, der Schwellenwert für das Insektengift sei nicht überschritten, durch nichts belegt. Je nachdem, welche Abwassermenge man in die Rechnung einbezieht, erreicht man sehr schnell die kritische Schwelle. Noch andere extrem schädliche Stoffe sind nach der Explosion in den Rhein gelangt. Im Abfluss der Currenter Kläranlage hatte das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz hohe PFT-Werte gemessen. Sie lagen über dem Orientierungswert. 10 Mikrogramm pro Liter ist der Wert. Der lag hier teilweise bei 17, 18 Mikrogramm über Tage hinweg. Currenta hat Fragen des WDR zu den bei der Explosion freigesetzten Schadstoffmengen bisher nicht beantwortet. Der ehemals größte Party- und Eventabend eines ganzen